Ja, und Sebastian Kainer, der steht hier in den Top 6 mit dabei. Mit 92,19 im Jahre 2016 ist er es gelaufen. Der VG-Rekord, wie gesagt, von Venus 2,16,90. Und wir sind gespannt, wie sich unsere Top-Athleten hier in die Saison hineinbringen. Denn da haben wir 800 Meter Läufer und 1500 Meter Läufer bunt gemischt. Durchgang bei 200 Meter, jetzt eine 26,5. Ja, ziemlich zügiges Tempo, da kann man leider nicht, der Hase muss mal ein bisschen schauen, schau mal ein bisschen, du bist zu schnell, da ist keiner dran, jetzt können wir schon mal anfeuern, kommt, mit der 435 Osama Sherat Algeria, dahinter Julian Rank aus Frankreich, 55 der Durchgang. Also, das wird eine heikle Mission da vorne. Ich sagte schon, Osama Sherat aus Algerien, der siebte der U20-WM für 1500 Meter des vergangenen Jahres, einer meiner Top-Favoriten. Jetzt kommt Christoph Kessler, Sebastian Kainer mit dabei. Durchgang bei 600 Meter, 1,23. Kommen die Jungs noch mal ran. Der Algerier. Osama Kerat, ganz klar vorn. Er immer noch ein Jugendlicher. Also, dahinter mit der 10, Christoph Kessler. Und der Algerier jetzt bei 1,53. 1,52,50. Dann die beiden von der LG-Region Karlsruhe. Körner und Kessler, Kleier noch mit dabei. Ja, da hinten geht es richtig zur Sache. Jetzt wird es nochmal eng. Christoph Kessler, der deutsche Vizemeister über 800 Meter, kommt angeflogen. Ja, das sind noch Reißen. Christoph Kessler, Karlsruhe oder Algeria. Enge Geschichte. 2,22,14. Also nicht wirklich schnell, aber spannend auf jeden Fall. Ich glaube, der LG hat es noch gewissen, in der Form Christoph Kessler von der LG Region Karlsruhe in diesem packenden Rennen über 1000.